Ich will jetzt hier nicht zu Dingen aufrufen, die mir vielleicht dann später irgendwie unverhältnismäßig um die Ohren gehauen werden. Aber es ist ja beispielsweise, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Partei zurückkommen, es ist ja ganz einfach. Man kann entweder eine neu gegründete Partei wählen, die die Dinge anders sieht als einzige vielleicht. Oder man kann auch beispielsweise gar nicht zur Wahl gehen. Ja, das ist auch eine Form des zivilen Ungehorsams. Es gibt hier keine Wahlpflicht in Deutschland. Wenn wir bei der nächsten Wahl 10% Wahlbeteiligung noch haben, dann muss man sich mal Gedanken darüber machen, auf welcher legitimatorischen Grundlage dieses demokratische repräsentative System steht. Also es gibt schon vielfältige Möglichkeiten. Da wird uns aber wieder vorgeworfen, das ist undemokratisch, nicht zu wählen. Ja, ich finde, es ist auch eine demokratische Entscheidung, von seinem Wahlrecht nicht Gebrauch zu machen. Und ich finde es in dem Zusammenhang übrigens auch ein bisschen infam, wenn dann das Gegenargument kommt, dass Menschen dafür gestorben sind, dass wir dieses System haben. Ich behaupte mal, dass dieses parlamentarische System in weiten Teilen zumindest korrupt ist. Ja? Natürlich jetzt nicht so, dass da schwarze Koffer mit Geld durch die Gegend getragen werden. Das läuft dann über Drehtüreffekt. Ja? Die Menschen wechseln in die Wirtschaft. Lobbyismus. Lobbyismus, solche Geschichten. Das ist etwas subtiler, als es früher der Fall gewesen ist. Und ich behaupte, dass die Menschen, die gestorben sind, um sich von Diktatoren zu befreien, mit Sicherheit nicht für ein solches System die Rübe gelassen haben. Ja? Ja. Das sollte man sich vor Augen halten. Und deswegen denke ich, das ist letzter Satz, sorry, Sie hatten noch einen Einwurf gemacht, dass es urdemokratisch ist oder viel demokratischer ist, bewusst eine andere Partei zu wählen oder nicht wählen zu gehen, als irgendeine Partei zu wählen, die man halt wählt, weil man es schon seit 30 Jahren macht oder weil halt es irgendwie einem über die Tagesthemen suggeriert wird, dass man jetzt die Grünen wählen soll, weil jetzt das halt momentan so mehr oder weniger hip ist. So, Frau Dr. Helmbold, egal wer jetzt dazwischen geht, ich darf, danke. Ich passe jetzt auf. Okay. Also die friedliche Revolution, wie machen wir das? Also ich glaube, ganz wichtig ist zunächst mal, die Menschen erstmal noch mal stärker zu beruhigen. Über die tatsächliche Situation aufzuklären. Das werde ich selber übernehmen, auch als eine derjenigen, die das macht, neben anderen. Zum Beispiel durch die Ärzte für Aufklärung. Das finde ich eine gute Sache. Ich hoffe, dass sich noch viele Leute da anschließen wollen und werden und uns unterstützen werden, aus medizinischer, wissenschaftlicher Sicht erstmal ein bisschen aufzuräumen, zu sortieren, was ist los, um die Menschen wieder dahin zu bringen, dass sie sagen, jetzt kann ich wieder Entscheidungen treffen. Jetzt traue ich mich wieder raus, etwas zu sagen, nachzudenken. Ich kann wieder denken, ich bin wieder frei, sozusagen. Ne? Im Kopf frei sein und in der Kraft zu sein. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir uns wahrscheinlich lösen müssen von allen herkömmlichen Vorstellungen, von Strukturen, von Institutionen, von auch Parteien in der alten Form. Und dass wir beginnen, schon jetzt Visionen zu entwickeln, wie es weitergeht. Weil es wird keine Rückkehr mehr geben. Es wird nur noch ein Weitergeben, ein etwas Neues geben. Und wir brauchen auch nicht mehr hoffen und warten, dass das Alte sich besinnt, die alten Systeme zur Besinnung kommen, sage ich jetzt mal, und sagen, okay, wir haben Fehler gemacht oder nicht. Das ist fast egal. Sie haben sich fast ad absurdum geführt in meinen Augen. Und insofern würde ich mich freuen, ich würde gerne selber bald damit beginnen, in Gruppen mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten und zu überlegen, was für Modelle können wir entwickeln für die Zukunft. Modell ist auch ein alter Begriff, aber ich glaube, wir müssen auch neue Begriffe erfinden für all das, was wir haben wollen und was unsere Vorstellungen sind. Und wenn wir uns schon jetzt mit der Zukunft beschäftigen, ganz wichtig ist, dass wir dadurch, dass wir den Blick auf die Zukunft richten und auf das Wünschenswerte richten, auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es eintrifft. Das heißt, wir sollten nicht mehr so viel Zeit verwenden darauf, die bestehenden Systeme zu kritisieren und zu analysieren, sondern schon jetzt, und das ist der Next Level sozusagen, neben der Information, die wir zusammentragen, die wir jetzt auch schon gebündelt haben, diesen Next Level zu betreten und zu sagen, was kommt dann und wie muss das sein, damit es gut ist. Das heißt, wir brauchen eine positive Vision. Darüber haben wir uns heute Morgen, Herr Dr. Schiffmann, schon beim Frühstück unterhalten, dass wir die brauchen, eine positive Vision für die Zukunft. Wie sehe denn eine gute neue Normalität für Sie aus? Ja, schöne neue Welt. Das ist schon die Geschichte. Ich finde vielmehr, wir sollten uns wirklich klar machen, dass wenn wir nicht aufstehen, was passiert. Und vielleicht sollte man sich noch mal eine Kurzfassung von 1984 angucken oder von Matrix oder anderen, wo uns die
Kunst und die Literatur vor etwas gewarnt hat. Wir leben hier, wir erleben ja noch ganz viele andere Sachen. Das heißt, wir erleben im Moment einen Untergang von Kultur, von Theater, von Musik, Zirkus. Ich bin ein großer Zirkusfan. Wer glaubt denn ernsthaft, dass irgendein Zirkus diese Nummer hier überlebt? Das ist das Ende für die Zirkusse. Das heißt, wir haben hier ganz viele Sachen, das geht viel weiter, als die Leute sehen. Es geht hier nicht nur darum, ein bisschen Maske zu tragen, sondern es, wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir unsere Sozialkultur. Menschen in den Arm zu nehmen, ist nichts Böses. Liebe ist nichts Böses. Nähe ist nichts Böses. Kommunikation ist nichts Böses. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich.